auf jeden Fall aus. Ja. So, einfach runter. Jetzt sind es ja nicht mehr viele. Nicht so viele. Das stimmt. So. Da kannst du dir nochmal Leben holen. Kann man ja mitnehmen, ne? Ja. Warum nicht? Einer sehe ich gerade noch. Habe ich nicht mitgenommen? Doch, hast du. Okay. Drei. Einfach raus. Einfach raus. Einfach raus. Den kriegst du von da nicht. Dein Aim in manchen Spielen ist echt furchtbar. Ist das so? Ja. Nachladen, einer vorne, einer gerade raus noch. Ja, ich warte erstmal auf ihn hier. Geh doch einfach vor. Wow. Was, mit dem Einschuss? Ja. In die Schulter. Durch die Tür. Wenn man scheiße im Ziel ist. Ja, ich hab mich aber einfach umgerusht. Scheiße, so, ne? Auf geht's. Aber sicher, was soll denn sein? Ein paar von denen sollen für dich gearbeitet haben. Nicht nur einige, alle. Das sollte reichen. Zum Wagen geht's hier durch. Verfickte Scheiße. Oh ja, jetzt kriegen wir endlich den Wagen. Alter, oh ja, der ist geil irgendwie. Meinst du ein bisschen Drive-By-Action? Nee, glaube ich nicht. Mal einfach nur abbauen und danach kriegen wir eine Zwischensequenz wahrscheinlich, wie das Ding voll abgeht. Da können wir auf jeden Fall gut vorstellen. Boah, also runter. Ja. Alles einsteigen! Genau, ziemlich geil. So. Einfach fahren. Fahr du doch einfach, du musst gar nichts machen. Ja, warum denn nicht schießen? Weil das einfach Munitionsverschwendung ist. Ja, na und? Wir kaufen doch eh danach neue. Ja. Nice, die haben jetzt schon wieder keinen Plan, wo du bist. Ja. Das war ganz schön knapp. Oh ja. Bin die Kakerlake. Okay. Ja, vor unten lang und dann einfach über die Brücke oder sowas. Enzo, entspann dich, Junge. Die können dich noch nicht mal hören. Reiß ihnen die Augen aus. Da, da, da. Und die Elvis-Mucke im Hintergrund, ey, voll geil. Richtig geil, oder? Ich muss sagen, schnell ist der Wagen hier nicht gerade. Ja, aber so sieht er ja auch nicht aus, dass er so schnell sein soll, ne? Und mit dem Tor. Er bleibt Scheiße. Auf der Kreuzung stehen. Ja, KI, ne? Was ein. Warum? Warum? Ich glaube, ich hab mich voll gepisst. Meinst du? Wieso kann man so ein Vollspaß. Ich dachte doch, schafft vielleicht. Das langt vielleicht. Boah, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Kann es nicht gewesen sein. Checkpoint. Oh, war das gut. Boah, Janus, warum bist du eigentlich so schlecht? Weiß ich nicht. Hat Spaß gemacht. Kann man so schlecht sein? Oh, erstmal fressen. Soll ich mal oben rumfahren? Nee, mach unten lang. Ruhig. Na komm, wir haben den Tunnel eben schon gesehen. Der macht halt oben lang, weil ich denke mal oben lang ist. Bisschen blöder. Tut mir leid, ihr Wichser! Schätze, ich bin raus! Auf einmal oben lang ist so gar kein Gegner mehr. Das ist auch so richtig typisch einfach gewesen. Das ist verdammtes Teufelswerk! Ach, da vorne. Da kannst du runterfahren. Ah, Scheiße! Gut, wird's gang. Ah, ja, schön. Sehr gut.
Aufpassen. Ich glaube, ich habe mich vollgepisst. Ja, aber nur wegfahren bringt's mit dem Wagen halt nicht. Ja, aber du kriegst auf jeden Fall eine Distanz und so kriegst du halt gar nichts hin. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, geil, der ist einfach kleben geblieben. Ja. Oh, bergauf, Alter. Ruhig, Bro. Oh ja. Naja. Mal gucken. Wo soll ich dich absetzen? Auf geht's. Ich oh, lol. So what the fuck? Ist also, es ging schneller als mit dem Bahnhof. Oh ja. Scharf wie ein Rasierklinge. Ich hab noch reingelackt jetzt. Ich hab eine Notfallkasse bei ihr gelassen. Sollte alles Nötige drin sein, um klarzukommen. Na, dann bist du ja versorgt. Also ich und also der Typ ist voll cool irgendwie. Wir haben zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben Gott verdammt. Gott verdammt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, stimmt. Also ich und Sammy damals, wir hatten zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben gesoffen, gefeiert, richtig auf den Putz gehauen. Das war 1942. Nein, 43. Er muss so alt gewesen sein wie du jetzt. Und die Kleine von deinem Alten fängt an rumzumachen. Aber sie hat ein Problem. Sammy ist bewusstlos. Wie gesagt, er war hackedicht. Aber die Kleine steht auf ihn. Also hat er erstmal einen Vertrauensbonus. Sie versucht's weiter. Haut ihm ein paar rein, macht ihn wach. Aber jedes Mal, wenn sie loslegt, kippt Sammy wieder um. Der arme Teufel wäre nicht wach geblieben, wenn's um sein Leben gegangen wäre. Schließlich hatte sie genug, stürmte raus und hörte nicht mehr auf zu fluchen. Und weißt du auch, wer die Frau war? Perla. Himmelmann. Perla ist erst 44 nach New Bordeaux gezogen. Ich zeig dir, wer das war. Ich hab ihr Foto gleich hier. Willst du mich verarschen? Zwischen Sammy und der ging was? Sie war auf der Durchreise, wollte nach Hollywood. Naja, letzten Endes hat es ja dann doch noch geklappt. Sammy bekam Perla, die Liebe seines Lebens. Sorry. Das ist echt nicht aufgefallen. Nein. Ich dachte mir so, ja okay, er fährt jetzt extra weiter, damit wir noch zu Ende hören können. Nein. Oh mein Gott, so eine Schande. Ja, da vorne ist es gut. Ich glaube, irgendwie er stirbt jetzt oder so. Nee. Ich wollte dir nochmal sagen, wie leid mir das mit Sammy und Alice tut. Weiß ich zu schätzen. Okay, cool. Ja, krass, ne? Neue Freundschaft. Oh yeah. Passt. Ist da. Und auf die Hälfte meiner Zeit auch schon am... Cool. Neues Gebiet, verteilen wir an Cassandra, ne? Ja, an Cassandra wollten wir das zumindest. Ah, hallo, wie geht's? Wenigstens ein vernünftiger Motherfucker in Marcanos Crew. Enzo Conti ist übergelaufen. Niemand bewegt irgendwas durch Barclay Mills, ohne uns zu bezahlen. Wird Zeit, dass ich mehr Bezirke kriege als nur das Hollow. Wir haben dir die Gegend erobert. Also warum sollten wir jetzt nicht dort bleiben? Zu sagen, ich drehe Däumchen, wäre eine glatte Untertreibung. Ich habe keine Ahnung, was du dir so denkst. Aber mir geht langsam die Geduld aus. Letztes Mal ist deine Wahl auf mich gefallen. Warum? Weil du weißt, dass ich meinen Scheiß geregelt kriege. Ganz egal wie. Wir wissen, was kämpfen heißt. Mehr als alle anderen. Ja, Cassandra. Sagen, dieses Gebiet ist perfekt für Cassandra. Das wird gut zu den Läden passen, die wir im Hollow schon am Laufen haben. Und das ist auch ein richtiges Signal an unser Volk. Bin ich nur dabei, weil ich so gut aussehe? Moment, fällt mir nämlich sonst kein verdammter Grund ein, wieso ich hier blöd rumsitze. Ich würde sagen, das war's für heute. Das war's. Reicht erstmal. Ist so geil, wie Burke mega angefisst ist. Okay, cool. Ja. Ich frag mich ja, halt, ob das Spiel wirklich so schlau ist, wenn wir das nächste auch irgendwie geben. So ein Arsch. Sie hatten recht. Ich muss Schluss machen. Danke erstmal. Weit mein Teil, Donovan. Miss Lancaster hilft mir bei einer anderen Sache. Hat ihr Enzo einen Namen genannt? Ja, Remy Duvall. Er baut nicht nur das Casino, ihm gehört auch das Grundstück, wo es stehen soll. Remy Duvall, der Vollidiot aus dem Radio? Ja, seine Familie lebt schon seit etlichen Generationen hier und er hält sich für den großen Master. Nach dem, was hier steht, leitet er nebenbei auch noch die Southern Union. Und die ist quasi das gleiche wie der verschissene Clan. Kurz bevor ich nach Nam bin, haben Pater James und ein paar andere dagegen protestiert, dass es in der Stadt keine schwarzen Cops gibt. Die Southern Union kam und hat jeden verdroschen, den sie in die Finger gekriegt haben.
Am nächsten Tag haben sie dann Gott hasst Nigger auf die Fassade seiner Kirche gesprüht. Ja, hätte gut. Präsident Andrew Johnson die Verräter damals hinrichten lassen, dann gäb's das ganze Scheißproblem jetzt nicht. Enzo hat außerdem Olivia Marcano erwähnt. Olivia ist ein Sonderfall. Altes Südstaatengeld. Sie war mal mit Sals Bruder Lucho verheiratet, bis ihm einer die Kehle aufgeschlitzt hat. Und sie hat das Sagen in Frisco Fields? Ja, seit Lucho tot ist. Sie hat den Drogenhandel ausgebaut und ein PCP-Labor eingerichtet. Dort oben leben eine Menge Mafiosi. Wahrscheinlich hat sie dort sowas wie einen Treffpunkt. Wahrscheinlich irgendein Hinterzimmer. Ich wusste nicht, dass die Mafia weibliche Kapos hat. Sie ist da, um auf Duval aufzupassen. So wie ich das kenne, hören Bonzenwichser nur auf andere Bonzenwichser. Wen schnappst du dir zuerst? Duval. Auf seinem Land wird das Casino gebaut. Sein Tod macht dir da alles schön nervös. Willst du ihn rauslocken, indem du Olivias Geschäfte störst? Weißt du, ich kenne solche rassistischen Arschlöcher schon mein ganzes Leben. Wenn Schwarzer kommt und diesen weißen Pissern auf den Sack geht, das kann er niemals auf sich sitzen lassen. Der Mann ist zu stolz. Na, mal gucken, ob das was wird. Billig. Viel Erfolg. Aber damit wollen wir jetzt doch gar nicht weitermachen, ne? Nee, würde ich nicht sagen. Wir wollen das ganze Spiel auskosten. Watch mal auf die Map. So. Wir wollen jetzt erstmal mit Cassandra zu Alma. Erstmal mit Cassandra reden, weil die gibt uns nämlich einen Gefallen. Genau das, dann reden wir das mit da, Alma, dann reden das wir da. Mit Vito und dann, nein. Nein? Doch, also hoch. Ja. Aber das da, genau. Das da. Genau, dann machen wir das da. Gut, dann machen wir nämlich das Trackfahrhaber. Und genau. Dann ist ja Frisco Fields das nächste. Richtig. Kannst du mal kurz oben gucken, ob irgendwas bei Burke ist? Nö, bei Burke ist gar nichts. Mit keinem reden. Ja, okay. Dann machen wir jetzt erstmal Cassandra! Auf geht's, du hast jetzt wieder demarkiert. Und ja, und ich hab fucking viel Geld übrigens auch dabei. Ja, dann, genau, du solltest es auf jeden Fall abliefern. Und ich hab keinen Wagen. Da verstehe ich halt nicht, warum der Wagen hier nie gespeichert wird. Ich will den haben. Ja, den kriegen wir jetzt als nächstes. Und als letztes. Komm, ich nehme mal den. Eine neue Schleuder ins Hollow schicken will. Schleudel. Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Na, ich hab jetzt hier zwei Wasserflaschen. Jungs! Solche Idioten, ne? Ich weiß das zu schätzen. In Ordnung. Was wickeln wir heute ab? Wehe, du verlierst das. Ja. Und direkt. Aber vielleicht solltest du den Muniwagen. Ja, kannst du auch vor der nächsten Schießerei holen. Ja. Cassandra. Ja, ja. Musst du einmal markieren. Genau. Wie heißt sie, die immer das Geld abholt? Das kann ich dir nicht sagen. Genau. Wenn wir sie hier rufen, dann holt sie auch unser Kickback ab bei allen anderen. Ach so. Ach so, ja, okay, das ist vielleicht mal ganz gut. Das zu heißt, 5400 haben wir jetzt gerade noch mal extra plus gemacht. Ah, so. Genau, nun die Musik machen wir erstmal wieder kurz aus. Der ist ganz geil, der Wagen. Ich finde, das sieht auch mega sexy aus. Ich verstehe nicht, warum YouTube manchmal, was jetzt Gamer-Probleme hin und her. Weißt du, da hat sich ja jetzt YouTube endlich mal auseinandergesetzt mit. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum, wenn ein Video irgendwelche Urheberrechte bla, dann darf man es nicht monetarisieren, verstehe ich, voll und ganz okay. Aber warum kann es denn auf manchen Geräten nicht angezeigt werden? Das ja, wir können es auf dem Handy halt nicht gucken, ne? Ein, zwei Mal bei Mission, bei Mafia-Folgen, dass dann einfach auf dem Handy die Folge nicht lief. Und? Sorry. Willkommen. Sorry. Die Bähnchen summen und die Vögel zwitschern, Mr. So, Kai. Und ich glaube, jetzt hast du nämlich wieder die Nebenmission, die halt nicht klar ging. Die nicht was? Die nicht was? Die Nebenmission von Cassandra. Ja, yeah, die haben wir jetzt wieder. Genau. Kannst du noch einmal auf die Map gucken, einmal, wo das ist so. Ja, aber das machen wir jetzt nicht jetzt. Wir reden jetzt mit Alma, würde ich sagen. Ach, da ist die. Ja, genau, aus dem im Bayou. Ja, genau. Auf geht's zu Alma. Jetzt. Warum auch immer ich die dreimal anklicken musste. I don't know. Ich finde, der Wagen sieht richtig, richtig sexy aus. Oh ja, das ist er auch. Ich finde, der sieht geiler aus als der andere, aber der hört sich irgendwie schwul an. Du hörst das, ne? Ja, das ist so. Keine Ahnung. Da fehlt der Bass. Der Bass. Sorry. Oh, so. Du hast nicht mehr lange, Gott sei Dank. Ja. Dann kann ich endlich mal wieder. Aha. Ah, cool, dann kann ich ja direkt wieder die komplette. Das neue Gebiet klären, ja. Yeah! Ja, kleiner Wechsel. Genau so. So, ja, und ich hab. Wann wollen wir denn da die Missionen in der Mitte nochmal machen? Da, die eine Sexmission und sonst ein Kram. Danach, wenn wir das andere Gebiet haben.
weißt du? Ja. Also es gibt inkompetente Leute und es gibt Janis, der eine gesteigerte Form davon ist. Klappe, oh man. So, jetzt steig aus und geh einfach hoch. Hatte mich gefeuert. War ihm scheißegal, dass ich eine schwangere Frau zu Hause habe. Krasser Shit, du. Ja, das war Greco wohl egal. Ich hol mir übrigens auch gleich nochmal wieder den Waffenhändler und die AK ran. Richtig. Weil ich habe ja keine Munition mehr quasi. Ja. Ist auch geil, dass hier überall Shotguns rumliegen, ne? Richtig. Auf geht's. Einmal, was hast du uns zu sagen? Coño, no necesito esta mierda. Was? Ärger? Ja, schon mein ganzes scheiß Leben lang. Das ist ein Brief von meiner Großmutter. Schreibt mir, um meiner Mutter zum Geburtstag zu gratulieren. Dabei hat sie damals zugeschaut, wie sie sie verschleppt haben in 10. Oktober. Alter. Lass. Schon okay. Scheiß drauf. Hast du was für mich? Ich hätte noch einen Truck bereitstehen, falls deine Jungs ihn abholen wollen. Ehrlich? Marcanos Leute sind beschissene Weicheier. Also, keine Probleme? Meinerseits nicht. Gut. Es dürfte also kein Thema sein, weiter Trucks reinzubringen. Klar, Alma. Ich guck mal, was ich machen kann. Leute, das war mega asynchron. Das liegt nicht an meinem Schnitt. Dann fing er an, mir irgendein Mist vorzujammern. Nee, das ist einfach... Oh, also das ist wirklich einfach mal richtig Abfuck. Und das ist da oben wieder... Da sind die Waffen, da ist genau, der Truck. Genau, dann einmal mit Vito reden, der hat auch noch was für uns. Und ja, dann darfst du... Das ist so unlogisch, weißt du? Ich bin auf dem Schreibtisch. Ach, auch, das ist ja geil. Nein, nein, nein. Ja, nee, nehme ich auch nicht. Guck dir die Schönheit an. Nehme ich doch nicht dieses hässliche Schwulenauto. So. Oh, das war nicht diskriminierend gemeint. Ah, stimmt, da kann ich dir gleich nochmal was kurz zwischen der Aufnahme erzählen. Okay. Ja. Bin gespannt. Ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, ist aber auch nicht weiter interessant. Naja. So, viele. Direkt zwei hintereinander, alles klar. Jo. Mal gucken, was Vito für uns hat. Interessiert mich auf jeden Fall. Ja, ich denke mal auch einfach einen neuen Auftrag. Ja, aber ich hoffe, dass er wieder irgendwas mit seinen alten Leuten, weil ich hoffe, dass die das immer noch so ein bisschen verknüpft haben. Mit B drehst du den Wagen. Krass. Eine aber ich habe die Frau nicht getötet, die da stand. Eine Anspielung auf den zweiten Teil machen. Das wäre halt richtig geil. So. Ich dachte, das fliegt da wenigstens cool durch. Nope, nope, nope. Okay. Die schwebende Gasflasche. Wie immer. Am Stüssel. Ziehen wir uns gleich nochmal um? Kannst du machen. Aber dann nicht wieder was mega Schwules. Nee, nicht so. Du bist schon wieder diskriminiert. Bin ich diskriminiert? Was kann ich für dich tun, Lincoln? Ach man, scheiße. Als nächstes hätten wir Nestor den Sittenstreich. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob er tatsächlich einer ist. Aber wenn einer schon Nestor heißt... Jedenfalls versorgt er Peepshows mit Pornokram. Red mit ein paar Perverslingen, dann findest du ihn schon. Okay, ja. Alter, unser Nacken, ne? Unser Nacken ist so stabil. Ist da. Okay, so, jetzt gucken wir bitte einmal kurz auf die Map. Joa, sofort. So, also. Da ist Nestor. Das liegt auf dem Weg nach oben. Also du kannst auch das da machen. Das sind ja zwei. Hier, das und das. Das sind vier irgendwie. Ja. Das sind insgesamt vier. Aber wo ist das? Egal. Vierte? Ja, auf jeden Fall kannst du eins, glaube ich, auf dem Weg nach oben machen. Also ich sehe drei. Vielleicht unten noch irgendwo. Egal. Egal. Ja, dann mach auf jeden Fall eins auf dem Weg, würde ich sagen. Ja, mach das. Es sind auch nur drei, glaube ich. Ja, soll ich das machen und dann... Ja, mach das auf dem Weg und dann... Dann kann ich das noch auf dem Weg machen. Genau, und dann fährst du da dann kann ich auch alle auf dem Weg machen. Kannst du machen, wie du willst. Dann mache ich das jetzt noch meine restliche Zeit, die restlichen 20 Minuten. Das dürfte ich ja schaffen. Ja, vielleicht kannst du ja noch kurz, also... Die Anfangsmission des Gebietes machen, ne? Ja, oder auf jeden Fall nochmal mit dem Quatschen. Das ist ja wahrscheinlich Donovan, der uns dann begegnen wird wahrscheinlich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Donovan. Jo. Also das kannst du vermutlich dann noch machen. Davon ist auch so. Ich muss mir gleich in Aufnahmepause nochmal kurz in Wasser nehmen.